Ausbildung ist nicht nur ein wichtiges Fundament im Leben eines Menschen, sie dient auch als Orientierung beim Fortschritt und bei der Entwicklung des Landes. Die Chulalongkorn-Universität ist Thailands erste Universität und wurde auf Initiative von König Chulalongkorn 1917 gegründet. Sie liegt majestätisch in einer ansprechenden Umgebung im Herzen von Bangkok. Der große Campus beherbergt Gebäude, die eine harmonische Komposition von alten und neuen Architekturstilen bilden, umrahmt von üppigen, schattenspendenden Regenbäumen, dem Wahrzeichen der Universität. Gegenwärtig ist Professor Pirom Kamol Ratanakun, Doktor der Medizin, Präsident der Universität. An der Universität sind mehr als 40.000 Studierende eingeschrieben, über 3.000 Dozenten und mehr als 5.000 Mitarbeiter sind hier tätig. Die akademische Kapazität der Universität wird durch moderne wissenschaftliche Programme gesichert, die auf fortschrittlichen Technologien und Forschungszentren basieren, die eine Voraussetzung für intellektuelle Leistungen und für das Lernen sind. Aus diesem Grund finden die 540 wissenschaftlichen Programme in 19 Fakultäten, die Bachelor-, Master- und Promotionskurse sowie mehr als 80 internationale Programme national und international breite Anerkennung. Deshalb wird die Universität auch für die beste Hochschule des Landes gehalten. Die Chulalongkorn-Universität hat sich unentwegt weiterentwickelt und hat stets Graduierte hervorgebracht, die zur Entwicklung der thailändischen Gesellschaft beitragen. Sie versteht sich als Zentrum guter und kompetenter Personen und wird auch künftig als einer der Grundpfeiler des Königreiches dienen. We'll be right back.